meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen in einem neuen Türchen meines Jahres-Highlights-Adventskalenders. Heute öffne ich ein Türchen zu einem E-Book, das ich gelesen habe, und zwar Der Elefantenflüsterer von Lawrence Anthony. Einen Mann, den es wirklich gegeben hat, der sich sehr für die Elefanten in Afrika und auch auf der Welt eingesetzt hat, der leider mittlerweile verstorben ist. Und der mir, ich weiß gar nicht, wie mir dieses Buch dieses Jahr über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, ich hatte schon ein Weilchen auf der Wunschliste. Und dann ist, glaube ich, in diesem Jahr auch das Buch seiner Frau, Lebensgefährtin, ich glaube, sie waren verheiratet, herausgekommen. Und dann dachte ich mir, jetzt liest du natürlich erstmal das. Und ja, ich bin ein großer Fan von Elefanten von Afrika und ich wollte hier einfach hören, was Lawrence Anthony zu erzählen hat. Lawrence Anthony war ein großer Tierschützer. Er hat sich nicht nur für Elefanten eingesetzt in Afrika, er hat sich überhaupt für Tiere in Afrika eingesetzt, für bedrohte Tiere, gegen den Tierhandel. Er hat sich sehr für, eigentlich wirklich für den Tierschutz eingesetzt, gegen Wilderer unter anderem in Afrika. Er hat sich aber auch dann im Irak, glaube ich, ist damals, als der Krieg dort ausgebrochen ist, für Zoos eingesetzt, die es gab, für die Tiere vor Ort, die ja sonst verhungert wären, elendig verendet wären, und hat die in einer sehr großen Rettungsaktion, ich glaube 2013, 2012, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, hat er diese Tiere gerettet. Es war sehr spektakulär, ich kann mich da noch sehr daran erinnern, weil ich das großartig fand, was dieser Mann gemacht hat. Natürlich mit Organisationen, mit dem Tierschutz dahinter, aber es war seine Initiative und darüber gibt es, glaube ich, auch nochmal ein extra Buch, aber ja, so ist mir Lawrence Anthony aufgefallen und es wurde dann natürlich Zeit, dass ich den Elefantenflüsterer lese. Wir sind hier in Afrika, wir haben hier einen Mann, der ein Reservat im Grunde übernimmt, wo Elefanten angesiedelt werden, wo sie umgesiedelt werden, denn in Afrika ist natürlich, wie man es weiß, nicht jeder davon begeistert, dass Elefanten durch ihren Garten laufen, und er versucht, dieses Reservat aufzubauen, nimmt eine Gruppe von schwer traumatisierten Elefanten auf. Und hier erfahren wir erstmal, wie Elefanten ticken, wie diese Tiere funktionieren, dass sie tatsächlich auch in einer Familie unterwegs sind und dass Kinder sehr unter Schock stehen können, wenn ihre Mütter, es sind ja meistens die Mütter oder die Tanten, es sind ja diese Familienbünde bei den Elefanten, wie schockiert die sind, wie sie auch unter Schock stehen, wenn sie da ein Familienmitglied verlieren, das vor ihren Augen umgebracht wird und auch abgeschlachtet wird. Und Lawrence Anthony erklärt uns, wie dieses Elefantenzusammenleben funktioniert, wie Afrika funktioniert und wie sehr er sich dafür einsetzte, dass es eben so funktionieren kann, wie es sowohl für Mensch wie für Tier irgendwie ein gutes Zusammenleben gibt. Das macht er frei von der Leber weg. Er erzählt uns das wirklich sehr direkt, ohne große Umschweife, ohne etwas zu positiv zu malen, aber auch nicht zu negativ. Er versucht das sehr neutral zu erzählen, aber er hat natürlich Emotionen, er hat Gefühle, er hat seine Sicht auf die Dinge. Und das bringt er für mich aber wirklich sehr menschlich rüber. Ich bin sehr angetan vom Schreibstil gewesen. Ich mochte es, wie Lawrence Anthony die Dinge auf die Welt sieht, die Dinge einfach auch objektiv versucht, aus der anderen Seite zu sehen, was steckt dahinter, dass gewildert wird, was steckt dahinter, wenn Menschen was dagegen haben, dass Elefanten durch ihren Garten laufen, was man ja durchaus nachvollziehen kann, und wie kann man diese ganzen Parteien zusammen mit Umwelt, Tierschutz irgendwie zusammenbringen, damit alle möglichst etwas davon haben, damit eben diese schönen Tiere nicht von unserer Welt verschwinden und nicht ausgebeutet werden und nur für ihr Elfenbein umgebracht werden, abgeschlachtet werden und Tiere, die eben doch sehr menschenähnlich sind, zumindest was ihre Familienbünde angeht, dass da eben Emotionen sind. Und er macht aber die Tiere nicht zu menschlich, was ich manchmal sehr schwierig finde. Ich fand es hier sehr schön, dass er trotzdem wusste, er ist der Mensch und das Tier ist das Tier und dass wir aber doch sehr viel mehr gemeinsam haben, als uns eigentlich trennt. Und ich war sehr berührt von den Geschichten, die er erzählt hat, auch was ihm dann den Namen des Elefantenflüsterers sozusagen nahegebracht hat. Ich fand das sehr faszinierend. Ich war sehr begeistert, wie er Dinge anpackte, wie er Gedankengänge erklärte, wie er auch einfach versucht hat, immer wieder das Positive in der Welt zu sehen und wie er einfach versuchte, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und das fand ich wirklich großartig. Also mir hat dieses Buch unglaublich viel gegeben. Es hat manchen Gedanken in mir geformt zu Worten, die ich vielleicht nicht hätte formen können. Es hat auch Dinge in mir bewirkt, um über vieles, was den Tierschutz angeht, einfach nochmal nachzudenken, zu überdenken, zu intensivieren. Ich habe da sehr viel mitgenommen aus diesem Buch und ich möchte das Buch seiner Frau
im nächsten Jahr auf jeden Fall lesen. Ich möchte erfahren, was aus diesen Anfängen, aus diesen Taten von Lawrence Anthony wurde, wie seine Frau das weiterleben konnte, also weitergebracht hat, was er zu Lebzeiten aufgebaut hat. Er hatte auch oder hat auch Kinder. Ich möchte da gerne noch ein bisschen mehr dahinter dann erfahren und werde das auf jeden Fall im nächsten Jahr angehen. Ja, ein Buch, das mich sehr bewegt hat, sehr aufgerüttelt hat, emotional wirklich auch mitgerissen hat. Ich bin ein großer Tierfreund und mich nehmen solche Geschichten doch immer sehr mit und das ist halt auch einfach echt, das muss man ganz klar dazu sagen. Da gibt es auch nichts zu verschönern, was in dieser Welt passiert und das hat dieses Buch für mich auch wirklich perfekt rübergebracht und auch eben so dieser Einklang, dass Mensch und Tier miteinander leben müssen. Es bleibt für beide Seiten ja gar nichts anderes, außer man vernichtet die andere Seite, was jetzt ja also auch nicht die Lösung, also gar nicht die Lösung ist. Und ja, wie man diese Lösung einfach angeht. Also für mich wirklich ein Buch, was mich dieses Jahr sehr bewegt hat, sehr begeistert hat, sehr gerührt hat. Und ja, man einfach merkt, Afrika ist mein Kontinent und ja, so einen Elefanten muss ich tatsächlich, glaube ich, auch nochmal in Real Life sehen und ja, das muss definitiv noch passieren. Das war's nun, das 13. Türchen des Adventskalenders. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!